Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Daumen hoch ist auch immer willkommen. Unterhalb des Videos seht ihr die verschiedenen Links zu den Internetseiten, wo ich diese Informationen her habe. Da sind auch größere Bilder drin und teilweise kleine Videos. Dann gibt es den Twitter-Account, den Weiterempfehlungslink für einen Tesla. Wenn ihr also einen Tesla bestellen möchtet, könnt ihr über diesen Link einsteigen und könnt euren Wagen bestellen und bekommt dann 1500 Kilometer freies Superchargen, solange es das noch gibt. Denn Tesla plant, dieses abzuschaffen. Dann ist es so, dass noch verschiedene Videos unterhalb des Videos sind oder Links zu Videos, so ist es richtig. Das sind aber nur Beispiele, ihr könnt auf meine Playlist gucken, da gibt es Playlists zum Beispiel für E-Bikes, für Roadmovies oder mein Tesla und so weiter und so fort. Vielleicht gefällt euch irgendwas. Kommen wir jetzt zum Tagesthema. Das Tagesthema ist Motorrad, Elektromotorrad. Diese Videos mache ich. Also es ist nicht so große Nachfrage nach Elektromotorrädern. Man merkt das, denn auch wenn man über Elektromotorräder berichtet, es wird da nicht so viel drauf geklickt, weil die meisten Leute doch eher noch dem konventionellen Verbrennungsfahrzeug den Vortritt geben. Das hat was mit, ja, ich denke, das ist einfach so ein gewisser Kultstatus, wie das eben ist, wie die Fahrzeuge fahren. Und die haben natürlich auch große Vorteile, speziell in der Reichweite. Nun ist es so, dass man höchstwahrscheinlich mit Motorrädern oder viele mit Motorrädern jetzt nicht so super weit fahren. Es gibt Leute, die fahren damit auch nach Italien von Hamburg in Urlaub. Aber grundsätzlich gesehen sind die meisten eher so, dass sie in Kurzstrecken sind oder kürzere Distanzen fahren. Dass man so richtig lange Touren macht, gibt es ganz bestimmt auch. Aber ich denke nicht so extrem wie bei Autos. Trotzdem ist es natürlich schon ein Unterschied, ob man mit einem Motorrad 100 Kilometer weit kommt oder 400 Kilometer weit kommt. Und wenn man dann anhalten muss und das Motorrad befüllen muss mit Benzin oder mit Strom und man braucht bei einem Verbrennungsmotorrad eben 5 Minuten oder 10 Minuten, die man sich nimmt, um dann zu tanken. Und bei einem Elektromotorrad muss man 7 Stunden warten, dann ist natürlich schon ein krasser Unterschied zwischen diesen Fahrzeugen zu sehen. Allerdings ist das nicht bei allen Fahrzeugen so. Dort hat man dann ein anderes Problem, das ist das preisliche Problem. Denn Motorräder mit einer höheren Qualität im Elektrobereich, die eben schneller laden können, die auch weiter kommen, sind eben vom Preis höher. Und da haben wir jetzt ein neues Motorrad, was entwickelt wird oder gebaut wird. Ich persönlich finde das sehr interessant vom Design. Ob man das hübsch findet oder nicht hübsch findet, das muss man dann so sehen. Das ist immer so ein persönlicher Geschmack. Das ist Zeiser. Zeiser möchte eben ein Elektromotorrad auf den Markt bringen, um gleich zum Preis zu kommen. $25.000. Oder less, weniger als $25.000, was um die 20.000 Euro sind. Das ist immer noch eine ganze Menge Geld für ein Motorrad, weil man bekommt eben Motorräder für weniger Geld gekauft, gerade auch gebraucht. Und das ist ja beim Elektroauto auch der Fall, dass man eben beim Elektroauto die Einstiegspreise vielleicht gar nicht so groß unterschiedlich sind zu hochwertigen normalen Verbrennungsfahrzeugen. Aber man bekommt eben im Verbrennerbereich eine ganze Menge Fahrzeuge auch gebraucht. Und das ist im Elektrobereich eben nicht der Fall und speziell im Elektrobereich bei Motorrädern eben noch weniger. Was kann dieses Motorrad? Ja, das Motorrad hat einen 17,3 Kilowattstunden großen Akku. Und das ist schon nicht klein. Ich habe bei mir 14,4 bei der Zero S. Und meine Zero S ist angegeben, glaube ich, mit 280 Kilometer. 280 Kilometer. Muss ich nochmal nachgucken.
Aber die Realreichweite, die ich jetzt herausgefahren habe, wenn ich auch auf der Landstraße ein bisschen zügiger unterwegs bin, liegt um die 160, 180 Kilometer, vielleicht 190 Kilometer. Auf der Autobahn ist es dann noch ein bisschen weniger. Dieses Motorrad soll 482 Kilometer Reichweite haben. Ja, da bin ich so ein klein bisschen skeptisch mit der ganzen Sache, denn die Engica mit 21,5 Kilowattstunden hat eine Reichweite von 400 Kilometer und hat damit einen Akku, der nochmal um 20% größer ist als der Akku, den die Zeiser drin hat. Insofern ist das natürlich die Frage, ob der Wert wirklich nachher auch passt. Und auch bei der Engica ist es ohne Frage, wenn da 400 Kilometer dran stehen, dann kommt man wie bei der Zero, ich denke mal so 250 Kilometer vielleicht weit. Was aber gar nicht so schlecht ist. Bei der Zero ist es so, ich brauche knapp 2 Stunden, um voll zu laden, oder ungefähr 2 Stunden, etwas über 2 Stunden, um das Motorrad voll aufzuladen, um die volle Reichweite zu haben. Die Engica ist da in einer halben Stunde bei 80%. Das ist auch bei der Harley eben so. Das sind eben die Motorräder, die aber auch bei den 30.000 Euro liegen, wenn man sie voll konfiguriert hat. Hier bei der Zeiser ist das nicht hundertprozentig genannt, wie schnell die Zeiser lädt. Wenn da noch die Ladezeit in einer ähnlichen Qualität ist, wie die Ladezeit bei einer Harley ist, dann ist das Fahrzeug natürlich mit 25.000 Dollar beziehungsweise, ich schätze mal, so um etwas über 20.000 Euro wirklich eine Möglichkeit, ein Elektromotorrad mit einer größeren Reichweite und einem schnell geladenen Akku zu kaufen in einer preislichen Größe, die nicht ganz und gar aus der Reichweite ist. Wenn wir dann zur Harley kommen, und zwar zur Livewire, dann gibt es mittlerweile auch von GVB Moto eine Customized Livewire. Ich finde die Livewire sowieso vom Design her sehr hübsch und es ist ein Motorrad, was mich auch interessieren würde. Allerdings gibt es 2 Hinderungsgründe. Der erste ist natürlich der Preis, also so viel Geld für ein Motorrad auszugeben. Und der zweite ist dann der Führerschein, der mir fehlt, da ich nur den 125er bzw. B196 habe. Aber trotzdem sieht das Motorrad schon gut aus und in diesem Design, wie das von JVB kommt, finde ich das auch absolut super. Sieht wirklich schick aus. Insofern ein tolles Motorrad. Leider ist eben das die Problematik, dass man doch einen hohen Einstieg hat, über 30.000 Euro. Es ist wohl dran gedacht, dass es vielleicht ein weiteres Modell gibt, ein kleineres Modell gibt, was denn etwas über 20.000 einsteigt, das wird ganz bestimmt. Und wenn das denn noch eine 125er Version gibt davon, also vielleicht eine große oder eine 125er Version gibt, denke ich schon, dass sich die Harleys dann auch noch besser verkaufen. Wenn wir denn aber nach Zero kommen, denn das ist ja mein Hersteller, den ich mir ausgewählt habe, und bei der Zero, da ist es so, dass es ein Polizeidepartement gibt in Tampa. Die haben jetzt 7 Stück, also mehrere Zeros bestellt und die Zeros jetzt als Dienstfahrzeuge eingesetzt. Ich kann nicht sagen, ob das passt oder nicht passt, weil man hat natürlich mit den Zeros, eben wie bei meinem, diese Reichweite von 150, 170 Kilometer. Und wenn jetzt der Polizist eben über einen Tag nicht diese riesigen Strecken fährt und vielleicht noch eine schneller ladende Möglichkeit hat bei dem Motorrad, so wie meins, in 2 Stunden, dann macht er seine Runden und lädt dann immer mal zwischendurch vielleicht was nach. Könnte das funktionieren?
Schnell genug sind die Dinger, sodass man damit wirklich auch in Einsatz fahren kann, weil die großen Zeros erstmal von der Beschleunigung her sehr gut sind, aber und dann auch noch zusätzlich natürlich ja auch endgeschwindigkeitsmäßig nicht zu langsam sind. Wenn man ein sehr schnelles Fahrzeug hat, ein sehr schnelles Auto, dann wird man ein Problem haben, aber meistens sind die Motorräder ja nicht, um irgendwelche Verfolgungsjachten zu machen, sondern um Kontrollen durchzuführen. Und da ist dieses Fahrzeug aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung. Da kann man sehen, dass jetzt auch bei verschiedenen Polizeistationen jetzt so Fahrzeuge eingesetzt werden, Elektrofahrzeuge. Bei Motorrädern ist das erste Mal, dass ich was dieses gehört habe. Wenn man jetzt aber auf die Elektroautos guckt, da sieht man eben, dass schon Tesla Model 3 und ich glaube Model S auch schon als Polizeifahrzeuge eingesetzt ist. Das soll es aber gewesen sein von dem kurzen Überblick im Zweiradbereich, speziell natürlich E-Motorräder. Fahrräder muss ich demnächst mal wieder zukommen. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.